Heute, meine Freunde, geht es wieder ran in Minecraft, um uns den Command-Block etwas genauer anzuschauen. Denn ich habe mir überlegt, in meiner Welt wird es langsam Zeit, von A nach B zu kommen, aber ohne immer zu hin und her zu fliegen oder die Füße zu benutzen, um dahin zu laufen. Und daher gibt es nun eine Bushaltestelle auf meinem Server, wo wir uns ganz einfach von A nach B teleportieren können. Ja, mein Bus ist immer relativ pünktlich und die Zeiten werden hier auch eingehalten. Von daher schauen wir uns an, wie wir uns heute in Minecraft teleportieren können. Auf meinem Server befindet sich die erste wahre einzige Teleporter-Bushaltestelle, die ich hier gebaut habe. Ich habe mir einfach gedacht, in meiner Welt muss ich mal von A nach B auch mal schneller kommen und daher ist es meine erste Teleporter-Bushaltestelle. Die kann man natürlich ausbauen und sich natürlich überall welche hinmachen. Und die funktioniert auch, indem wir einfach mal auf so eine Druckplatte gehen. Und voilà, da bin ich schon wo ganz anders. Wurde teleportiert in meine Häuserecke. Ha, ich brauche nicht mehr einfach hinfliegen. Ich kann hier einfach hier starten und dann kann ich loslegen. Ich muss mir aber noch Gedanken machen, wo ich mir noch weitere Bushaltestellen hinbaue, dass ich, sage ich mal, nicht immer wieder zurückfliegen muss. Denn das ist jetzt, wie gesagt, meine erste. Und ich muss noch überlegen, wie es weitergeht. Ich habe ja auch noch einen zweiten. Zack, wuhu, da komme ich in meine Bilderecke. Ja, meine Bilderecke. Wo ich mir, sag ich mal, meine Fernseher gemacht habe und so andere Kleinigkeiten. Das sind so Ideen, die man sich halt einfach in Minecraft basteln kann. Aber die Frage, die man sich natürlich wieder stellt, ist, wie funktioniert denn sowas? Denn wir wissen, wenn wir das Chatmenü aufmachen, haben wir natürlich die Teleporter-Funktion. Ganz einfach hier per Knopfdruck. Aber das funktioniert ja nur, indem wir, wenn wir ja Freunde auf dem Server hätten und ich habe ja die einen hier auf dem Server. Von daher ist das sehr, sinnlos, diese Teleporterei zu nutzen auf meinem Server. Aber um es natürlich trotzdem zu machen, gibt es Command-Blöcke. Oder, Befehlsblöcke, wie es ja hier in Minecraft heißt. Und mit diesen Befehlsblöcken können wir ja einiges anstellen. Da müssen wir eigentlich nur in unsere Befehlseingabe gehen. So, warte mal, wir machen die mal ein bisschen größer. So, also. Zuerst einmal so ein schräger Strich, denn wollen wir natürlich den Befehl einmal reinmachen. Das ist einfach nur TP. Dann wollen wir natürlich noch einmal das @-Zeichen. Dann nehmen wir mal ein A. Und dann heißt es nur noch die Koordinaten, die wir da eintippeln müssen. Ah, ich habe schon vergessen, die da das hier zu speichern. Ah, das haben die aber auch doof gemacht hier mit den letzten Updates. Ah, das ist so umständlich auf Konsole. So, nochmal bestätigen. Jetzt ist es drin. Ihr seht ja oben in meiner Ecke meine Position, die ich habe. So, diese Position müsstet ihr aufschreiben. Zum Beispiel hier wäre es jetzt minus 19, 23, minus 187. Da gehen wir mal hier rein. Voilà. Jetzt gehen wir das mal ein. Natürlich müssen wir das richtig machen. Also minus 19, 23, minus 187 war das, ne? Richtig. So. Also, ich habe das jetzt einmal hier eingegeben. Der Befehl ist gesetzt. Das steht ja oben nochmal im Chat da. Dann nehmen wir einfach mal eine Druckplatte, gehen darauf und blub, werde ich hierhin teleportiert. Ne, wir können es nochmal testen hier mit Außenansicht. Zack, da bin ich wieder hingesetzt. Und das kann man sich halt auf dem ganzen Server machen, wo man möchte. Das kann man natürlich auch mit Knöpfen machen oder ihr platziert. Ihr wisst ja, eine Druckplatte geht da durch einen Block durch. Das heißt, ihr könnt darüber noch einen Block setzen, denn die Druckplatte, dadurch könnt ihr den wunderbar verstecken. Und das funktioniert trotzdem. Und da kann man sich ganz schön austoben, meine Freunde. Wirklich, wirklich. Und meine Idee ist einfach so, wenn ihr so einen Server habt, sage ich mal, ihr baut auch eine Stadt oder sowas, dann verwandelt doch diese Teleporter-Dinger einfach in eine Bushaltestelle. Aber so eine Bushaltestelle ist ja nicht alles, denn hier fehlt noch eine wichtige Sache, und zwar natürlich das Haltestellen-Logo. Das müssen wir natürlich einmal bauen. Und ich bin schon seit Jahren nicht mehr Bus gefahren. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie so ein Haltestellenschild überhaupt nur aussieht. Jetzt bin ich den Webstuhl. Da, Webstuhl und gelbe Banner. Natürlich, weil wir so Minecraft-Profis sind, meine Freunde, wissen wir ja, wie wir ein Bushaltestellen machen, indem wir natürlich das Zeichen machen. Und ja, alle, die natürlich wissen, wie Buchstaben gehen, ist natürlich eine Leichtigkeit. Achso, wir brauchen ja nur einen. Nur einen Banner. Einmal umrandern wir das nochmal hier. Einmal mit Gelb, bitteschön. Dankeschön. So. Und dann machen wir das Bushaltestellen-Schild. Natürlich von jeder Seite, ne, dass wir das auf jeder Seite lesen können. Jawohl, meine wunderschöne Bushaltestelle. Ist denn nicht ein Traum? Ein wirklicher Wahnsinnstraum. Ja, und damit komme ich jetzt überall hin in meiner Welt. Ich muss es nur noch so ausbauen, dass ich dann auch hier eine weitere Bushaltestelle baue, so damit ich dann nicht immer wieder zurückfliegen muss. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich mir die hier in die Ecke platzieren soll. Das war's dann wieder heute mit diesem geilen Video. Ich kann euch nur sagen, teleportieren, das ist schon ein kleiner Vorteil. Ja, das spart wirklich Zeit auf dem Server. Und wenn ihr natürlich weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert einmal, macht die Glocke an und dann sehen wir oder hören uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.